Steven Skripski, am Samstagabend war der beim HSV zu Gast. War ein spannendes Spiel, am Ende wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen. Wie viel Auftrieb gibt diese gute Leistung? Ja, wir haben das Spiel analysiert und auch das Gefühl, denke ich, nach dem Abpfiff war identisch. Schon ärgerlich, dass wir nur ein 1-1 gespielt haben, aber trotzdem die Art und Weise gibt einem ja schon Auftrieb. Jetzt habe ich mal geschaut, Dynamo ist so der Lieblingsgegner von Holstein in der zweiten Liga. 6 Spiele, 6-mal gewonnen. Warum kommt am Freitag das 7. hinzu? Weil wir guter Dinge sind, wir arbeiten gut und ich denke, so Serien, ob die jeder weiß oder nicht, trotzdem irgendwo sind sie im Hinterkopf. Das wissen nicht nur wir, sondern auch der Gegner und ich hätte nichts dagegen, wenn die Serie so bestehen bleibt. Es ist Freitagabend, Flutlicht, das Holstein Stadion wird bestimmt gut gefüllt sein. Ein oder andere Gästefan wird auch dabei sein. Wie groß ist die Vorfreude auf dieses Flutlichtspiel? Riesig. Ich persönlich liebe Abendspiele, Heimspiele. Finde ich, gibt es nichts Schöneres. Freitagabend vor heimischem Publikum mit wahrscheinlich vielen Gästefans. Die Stimmung wird wahrscheinlich riesig sein. Und wenn wir dann am Ende gewinnen, dann kann es ein gutes Wochenende werden. Auf das hoffen wir auch. Viel Erfolg. Danke.